Jesus hat sehr oft Bilder und Gleichnisse gebraucht, für etwas über Gott und sein Reich zu erklären. In den nächsten 3 Wochen werden wir hier in der Kronenzeit verschiedene von diesen Bildern und Gleichnissen ein bisschen näher anschauen. Heute beschäftigen wir uns, wie ihr hier sehen könnt, mit 2 Häusern, eins, das auf Felsen gebaut ist und ein anderes, das auf Sand gebaut worden ist. Und ich lese gerade aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Verse 24 bis 27. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meiner Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, so wird es einstürzen und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Diese Illustration bildet den Abschluss der bekannten Bergpredigt. Und was will Jesus uns damit sagen? Eine erste Idee könnte sein, dass wer Jesus ablehnt, sein Leben auf Sand baut und dass es keinen Bestand wird haben. Das ist natürlich wahr, aber es ist nicht exakt das, was Jesus hier verdeutlichen will. Jesus tut nämlich mit diesem Bild erklären, was er gerade vorher gesagt hat. Und dort redet er nicht über Leute, die ihn ablehnen, ganz im Gegenteil. Er sagt uns dort, dass nicht alle Menschen, die ihn Herr nennen, schlussendlich ins Himmelreich werden kommen. Er sagt dort und tut Menschen miteinander vergleichen mit dem Bild, wo beide fromm sind, wo beide auf ihre Art und Weise Gott suchen. Beide bauen ein frommes Haus. Aber nur eins wird bleiben stehen. Schauen wir uns das Bild ein bisschen genauer an. Für was steht der Regen und der Wind? Es ist das Bild für das letzte Gericht. Es geht also in diesem Bild um die Frage, wer das am Schluss bei Gott angenommen wird und wer nicht. Und Jesus sagt, wenn wir ein Haus bauen wollen, das bleibt stehen, dann muss es auf Felsen gegründet sein. Und es ist dann auf Felsen gegründet, wenn wir auf ihn hören, was er sagt, aber nachher auch tun, was er sagt. Wenn wir hingegen nur hören, aber dann nicht machen, was er sagt, so bauen wir unser frommes Haus auf Sand und es wird einstürzen und keinen Bestand haben. Das führt uns zu der nächsten Frage. Was ist denn das genau, was wir hören sollen und was wir dann auch tun sollen? Jesus macht in dieser Bergpredigt ein paar Aussagen, die schwer sind zum Verdauen. So sagt er uns, wenn wir ins Himmelreich kommen, so muss unsere Gerechtigkeit besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben in ihrem Suchen nach Gott aber tot ernst gemeint und sie waren bereit, alles zu tun, was nur Menschen möglich ist, für Gott zu gefallen. Aber Jesus sagt, das reicht nicht, das ist zu wenig. Und ein bisschen später macht er die Aussage, ihr sollt genauso vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Und das ist der Standard, den Jesus setzt. Wer ins Himmelreich kommen will, der muss genauso vollkommen, genauso perfekt sein wie Gott selber. Und darum sagt er nach am Schluss der Bergpredigt, wer das hört und nach immer noch probiert, selber Gott zu gefallen, der ist unvernünftig. Das ist wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Das Haus mag gut aussehen. Das Haus mag Menschen sogar beeindrucken, dass sie das Gefühl haben, das ist grossartig, was der Mensch für Jesus und für Gott macht. Aber es ist auf Sand gebaut, es hat kein Fundament und am Schluss wird es einstürzen. Was ist es denn, was wir sollen tun? Die Antwort gibt uns Jesus ganz am Anfang der Bergpredigt in der sogenannten Seligpreisungen. Der sagt er, glücklich sind die, die geistlich arm sind, die, die zugeben und anerkennen, dass sie Gott nicht beeindrucken können. Und denen soll das Himmelreich gehören. Weiter sagt er, glücklich sind auch die, die traurig sind. Traurig über ihre Schuld, über ihre Sünde, das, was das in ihrem Leben angerichtet hat, die sollen getröstet werden. Und weiter sagt er, glücklich sind auch die, die Hunger haben nach Gerechtigkeit, nach dieser besseren Gerechtigkeit, nach dieser Vollkommenheit, die Jesus so deutlich gemacht hat, dass wir sie eben nicht haben. Also, was ist das, was wir von Jesus hören? Er sagt ganz deutlich, alleine wirst du es nie schaffen.
Und darum ist es unvernünftig und auf Sand gebaut, wenn ich dann genau das probiere und mit meinen eigenen Möglichkeiten versuche, Gott zu beeindrucken. Was hingegen ist dann gescheit und auf Felsen gebaut? Das ist, wenn ich auf der einen Seite höre, was Jesus sagt, alleine schaffst du es auf gar keinen Fall, und nachher das tue, was Jesus mir sagt. Ich werde nämlich geistlich arm und tue zugeben, dass ich das selber nicht herbringe. Ich werde traurig über meine Schuld und ich bekomme Hunger nach dieser Gerechtigkeit, die ich selber nicht habe. Dann fange ich an, mein Haus auf Felsen zu bauen. Und dann gilt die Verheißung der Bibel um mir. Am Demütigen gibt Gott seine Gnade.